Hallo Leute, ich disponiere in dieser Folge mal ein bisschen um. Und zwar wollten wir zuerst hier in die Taverne, dann zum Kloster und dann Gregs Scheiß ausgraben. Machen wir auch noch, keine Sorge. Aber zuallererst wollte ich mir noch hinten diesen Bauernhof anschauen, der mir aufgefallen war. Der war mir aufgefallen, als wir mit Laris in den dichten Wald im Osten gelaufen waren, falls ihr euch noch erinnert. Und ja, wollte ich mal kurz vorbeischauen und gucken, was es da so gibt. Ist vielleicht ganz interessant, wer weiß. Hatte ich eigentlich noch ein paar Spruchrollen? Ja, ist das nicht so berauschend. Könnten wir vielleicht auch mal wieder auffüllen. Ja, also die Banditen hier an der Brücke hatten wir ja fertig gemacht. Deswegen können wir jetzt einfach hier da drüber laufen. Achso, hier ist noch ein. Sogar zwei. Erstmal den einen hier. Feldräuber. Komm her. Komm. Na komm. Ja. Ist klar. Genau. So. Piss dich. Piss dich. Ah, ich mache einfach noch zu wenig Schaden, also. Es dauert einfach viel zu lange, die zu fertig zu machen. Aber die geben 80 Erfahrung, das ist gut, das lohnt sich auf jeden Fall. Ja, den anderen spare ich mir dann mal für den Rückweg auf. So, ein Buddlerfleisch und ein Dunkelpilz. Haben wir das wieder aufgefüllt? Okay. So, dann laufen wir zum ersten Mal hier über diese Brücke. Dafür ist sie ja eigentlich auch gemacht. Die wurde ja die ganze Zeit blockiert von den Bösen. Ja, die gehören der Vergangenheit an. Oh, was haben wir denn da? Das sind ja Söldner, wenn ich das richtig sehe. Söldner von Onas Hof. Da hatten wir ja schon welche hinten vor der Hütte da gesehen, am See. Aber wer weiß, was die hier vorhaben. Erstmal speichern, würde ich sagen. So, und jetzt gucken wir mal. Hallo Leute. Ich habe für so etwas keine Zeit. Kati? Mein Mann wird von diesen Halsabschneidern bedroht. Wir sind königstreue Bürger der Stadt und die Söldner wollen uns ausrauben. Jetzt steh doch da nicht herum. Tu doch irgendwas. Hilf uns. So, versuchen wir es mal. Das hätte ich dir vorher sagen können. Gibt's Schwierigkeiten? Nein, nein. Es ist alles in Ordnung. Es ist besser, wenn du jetzt gehst. Bist du sicher? Ja, es ist alles in Ordnung. Du, ich kann jetzt nicht mit dir reden. Das fand ich jetzt aber nicht sehr überzeugend. Was meint ihr, Freunde? Mich fragt ja keiner. Alles klar. Sobald hier einer was Falsches sagt, geht der Tanz los. Also halt lieber die Füße still, sonst gibt's ein Gemetzel. Kämpfst du mit? Ich werde nicht hier herumstehen, wenn der Tanz beginnt. Aber ich werde es auch nicht heraufbeschwören. Wirklich? Na gut. Haben wir schon mal einen Verbündeten? Denn ich würde das gerne mit Gewalt lösen. Wir sind ja Milizsoldat. Hier kann man sowas nicht machen. Und Milizsoldaten müssen ja die Höfe in der Nähe der Stadt verteidigen, würde ich sagen, oder? Noch einmal speichern. So, Engarde oder Alvarez? Na, erstmal den hier. Was dich auch immer hergeführt hat, besser du vergisst es und verschwindest. Schnauze. Du bist ja immer noch hier. Also du hast jetzt die Wahl, Fremder. Verpiss dich oder stirb. Ich mach dich fertig. Sieh an. Wir haben hier einen Helden. Einen sehr dummen Helden. Weißt du, was ich denke? Das hast du verdient, Mister. Ich mach dich fertig. Ich denke, nur ein toter Held ist ein guter Held. Also tu mir den Gefallen und stirb schnell. Arme Wurst. Wie geil. Haben den einfach gefinisht, während ich daneben stand. Das hast du verdient, Mistkerl. Nur sei Dank. Ich dachte schon, meine letzte Stunde hätte geschlagen.
Du mein Name ist Aki. Hast ja nicht mal Gold ich bin dabei. Der Bauer dieses bescheidenen Stück Landes hier. Die was waren das für Kerle? Besser an mich. Das waren Söldner von Onas Hof. Was anderes als Plündern und Morden kennen diese Bastarde nicht. Ich hatte schon das Schlimmste befürchtet. Nun, ich danke Innos, dass es nicht so weit gekommen ist. Sag mir, was ich für dich tun kann. Boah, die regen mich so auf. Die labern einen die ganze Zeit zu, verdammte Scheiße. Ist ja ganz schön, dass sie die so fertig gemacht haben. Aber jetzt haben die das Gold geraubt und die Waffen. Da hinten schlendert einer weg. Der hat sich den Zweihänder genommen, der Akil. Leck mich, Alter, leck mich. Ich wollte das Zeug haben. Naja, egal. Ja, gib mir mal ein bisschen Money. Wie wär's mit ein paar Goldstücken? Da muss ich dich leider enttäuschen. Wir sind arme Bauern. Es reicht gerade zum Überleben. Alles, was ich dir anbieten kann, ist eine Mahlzeit. Geh zu Kati und lass dich von ihr versorgen. Ja, gut. Was wollten die Söldner von dir? Weißt du das nicht? Ona, der Großbauer, hat sie angeworben. Sie bewachen seinen Hof und treiben für ihn die Pacht ein. Das heißt, sie ziehen von Hof zu Hof und nehmen sich, was sie wollen. Und wer nicht zahlen kann, der kriegt ihren Stahl zu spüren. Ja, klingt doch fair. Okay. Ich muss gehen. Mach's gut. Ich wünschte wirklich, ich hätte mehr für dich tun können. Ja, ich auch. Ich auch, Junge. So, wenigstens das Zeug hier nehmen wir noch. Nichts zu holen. Okay. So, hat der noch irgendwas zu sagen? Alles in Ordnung. Ja, mir geht's gut. Dieser Alvarez ist in letzter Zeit immer dreister geworden. Gut, dass es jetzt vorbei ist. Jetzt bräuchte ich einen kräftigen Schluck in der Taverne. Mhm. Du gehst in die Taverne? Das ist richtig. Jedoch in letzter Zeit nicht mehr. Ich kann es mir nicht leisten, dorthin zu gehen. Wieso denn nicht? Was genau passiert dort in der Taverne? Es wird dort gewettet. Zwei Kontrahenten treten gegeneinander an und derjenige, der das meiste Bier verträgt, hat gewonnen. Am Ende habe ich nur noch verloren und nun muss ich erst wieder zu Geld kommen. Schlug, Schlug, Schlug. Gegen wen bist du angetreten? Gegen Ruka, den alten Mistkerl. Er hat mich bisher jedes Mal geschlagen. Doch werde ich irgendwie den Verdacht nicht los, dass mir dieses miese Schwein jedes Mal Wacholder ins Bier gekippt hat. Ich vermute, er hat den Wacholder in seiner verdammten Truhe versteckt, die immer bei ihm steht, dieser Dreckskerl. Jemand müsste ihm einfaches Wasser in die Truhe schmuggeln. Dann kann er von mir aus punchen, so viel er will. Wenn ich doch nur genug Geld hätte, um nochmal gegen ihn anzutreten. Schauen wir mal, was wir da für den Randolph machen können. Wir wollten ja jetzt zur Taverne. Ja gut, also haben wir die Söldner beseitigt und der Stadt einen großen Dienst erwiesen. Diese Dryston Bangle. Okay, jetzt erstmal beim Ring des Wassers aufnehmen lassen. Haben wir eigentlich den Ring angelegt? Ja, haben wir. Aber wenn wir mal knapp bei Kasse sind, können wir das Ding auch verkaufen. 1300, nicht schlecht. Aber wir sind ja momentan mit über 2000 Gold relativ flüssig, würde ich sagen. So, den einen Feldräuber würde ich hier gerne noch kaputt hauen. Ja, komm her, Misty, komm her. Ja, wiederholst dich. In die Fresse. Oh, direkt ein Crit. Jawohl. Aber trotzdem kriegen wir immer was ab. Ich weiß nicht. Ich weiß ja nicht. Vielleicht schaffe ich es irgendwann mal ohne Schaden zu nehmen. Ah, die schlagen unheimlich schnell zu mit ihren hässlichen Fühlern oder was das ist. Mit ihren Insektenbeinchen. So, ich habe irgendwie Hunger auf Käse. Gut. Ist aber ziemlich harter Käse, wie es das anhört. So, krr, krr, krr. Hier ging es zurück. Dann bin ich jetzt mal auf das Zeremoniell gespannt. Wahrscheinlich tragen die alle so Kutten und opfern eine Jungfrau oder so. Keine Ahnung. Hm. Auf geht's. Hallo? Das will doch keiner mehr hören. Wer bist du? Ich bin Orlan, der Wirt dieser bescheidenen Schenke. Was suchst du, Fremder? Wenn vielleicht ein ordentliches Schwert oder einen guten Harnisch, einen guten Schluck aus den ländlichen Brennereien oder nur eine Information?
Das kann ich dir alles geben und noch mehr, wenn deine Münze rollt. Ich werde mich. Das hört sich ja gut an. Wie findest du meinen Aquamarine-Ring? Bilde ich mir das nur ein oder starrst du meinen Ring an? Ich bin mir nicht sicher, was ich davon halten soll. Das ist eine schlimme Sache. Mann, ich gehöre zum Ring des Wassers. So, so. Da haben sie sich aber einen ganz schönen Idioten ausgesucht. Wie bitte? Was willst du? Ist doch wahr. Alter, aufpassen. Ich hörte von einem Treffen des Rings in deiner Taverne. Das ist richtig. Das müsste eigentlich schon soweit sein. Ich frage mich, wo die Jungs bleiben. Da kann man sich nicht drauf verlassen. Tja. Hat sich das jemals erinnert? Ich mag Unpünktlichkeit nicht besonders. Das Treffen ist heute? Soweit ich mich erinnern kann, ja. Hoffentlich wird es nicht wieder so spät. Oh, schick. Sieht er in der Rüstung aus. Respekt. Ist das wirklich? Okay. Tja, ist noch keiner da. Sind wir zu früh? Ah, nee, da kommen ja schon welche. Der Laris, der Gute. Wie immer im Eilschritt. Etwas gemächlicher Kord, den kenne ich noch gar nicht. Kavalon und Garn. Einer. Kord. Vielleicht kommt er vom Bauernhof. Und Martin, der Milizsoldat. Jawohl. So, jetzt bin ich ja mal gespannt. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht. Wie ein Flitzebogen. Ah, das ist ja Ruka. Das war, glaube ich, der Puncher, oder? Nee, Randolph. Ah, doch. Ja, Randolph erzählte mir von Ruka und seinem Wettsaufen. Genau, das ist der Schlingel. Das machen wir gleich oder später. Mal schauen. Erstmal jetzt hier. Er stellt sich das immer so ein. Ums Wesentliche kümmern. Man selbst ist doch noch nicht draufgekommen. So, wen müssen wir denn hier anhauen? Ich erzähl dir doch nichts Neues. Hä? So, mein junger Freund, wir sind hier zusammengekommen, um deine Aufnahme in den Ring des Wassers zu feiern. Die Jungs, die du hier sehen kannst, werden ab heute ein Auge auf dich haben. Es sind natürlich nicht alle, die dem Ring des Wassers angehören, also sei vorsichtig. Ob du Mist baust oder ob du unserer Gemeinschaft einen Dienst erweist, wir werden es wissen. Ich überreiche dir nun die Rüstung unserer Gemeinschaft. Trage sie mit Stolz. Aber lass dich nicht dabei erwischen, dass du sie in der Stadt oder in anderen bewohnten Gebieten trägst. Bedenke, dass wir nicht entlarvt werden wollen. Darum darf niemand erfahren, wer zum Ring des Wassers gehört. Niemand spricht über den Ring des Wassers. Das ist unsere oberste Regel. Also, halte dich daran. Noch Fragen? Noch nicht mal die selbst sprechen über den Ring des Wassers. Wie unterhalten die sich denn dann? Wie sieht's mit Waffen aus? Die Waffe des Rings ist der Kampfstab, aber jeder kämpft mit der Waffe, die ihm am besten liegt. Hier hast du einen von unseren Stäben. Ich konnte nie viel damit anfangen, aber vielleicht kannst du damit umgehen. Nee, ich glaube, ich will das Ding auch nicht haben. Mit welcher Hilfe kann ich bei euch rechnen? Ich kann dir zeigen, wie man geschickter wird. Wenn du Hilfe im Umgang mit Nahkampfwaffen benötigst, wende dich an Kord. Er ist ein Meister der Klinge. Garn zeigt dir sicher gerne, wie man Tiere richtig ausnimmt. Von Martin kannst du viel über die Paladine erfahren. Kavalon lehrt dich das Schleichen, Einhandkampf und das Schießen mit dem Bogen. Bei Orlan wirst du immer ein warmes Zimmer und ein Bett finden. Und was mit Magie zu tun hat, wirst du sicher bei Vatras erfahren können. Ja, okay, das sind alles nützliche Sachen. Vielen Dank. Ich muss weiter. In Ordnung. Dann wollen wir dich nicht länger aufhalten. Geh nun umgehend zu Vatras und lass dir deinen ersten Auftrag geben. Brüder des Rings, lasst uns nun zurückkehren zu unseren Pflichten. Die Überfälle der Banditen haben immer noch nicht aufgehört. Wir müssen dafür sorgen, dass diese Bedrohung eingedämmt wird. Adanos erhalte das Gleichgewicht dieser Welt. Ja, genau. Adanos und so weiter. Das war meine Meinung. Ich wundere mich über gar nichts. Okay. Ist doch wahr. Ja, schön. Mal gucken, was kann die Rüstung denn so? Das war doch schon vorher klar. Oh la la. Oh ja. Oh oh. Wann muss das hier so kommen? Nicht schlecht. Das ist eine schlimme Sache. 50, 50, 10. Wie viel haben wir jetzt? 65, 55. Und wenn wir die Milizrüstung anlegen mit dem Gürtel?
haben wir sogar mehr Rüstungen mit der Ring des Wassers Rüstung. Er stellt sich das immer so einfach vor. Das ist eine schlimme Sache. Cool. Bringt ihr uns ja sogar was. Ich habe für so etwas keine Zeit. Ja, dann lassen wir die an, wenn wir mal irgendwo unterwegs sind, wo es etwas brenzlig werden könnte. Da kann man sich nicht drauf verlassen. So, jetzt will ich noch wissen, was der Orlan so das zu verkaufen hat hier. Achso, und nach dem Teleportstein wollten wir auch noch fragen. Hast du schon mal einen Teleporterstein benutzt? Bist du wahnsinnig? Solange mir kein Wassermagier sagt, dass sie ungefährlich sind, werde ich mich ihnen keine 10 Fuß nähern. Sie haben mich damit beauftragt, einen dieser Teleportersteine zu verstecken. Und das ist auch schon alles, was ich damit zu tun haben will. Das ist auch schon alles. Das war keine große Sache. Kann ich diesen Teleporterstein mal sehen? Von mir aus. Hier hast du den Schlüssel. Ich habe den Eingang verbarrikadiert. Ich wundere mich aber gar nicht. Vielen Dank. Wo ist dieser Teleporterstein? Im Süden, nicht weit von meiner Taverne entfernt, ist eine Höhle. Da haben die Wassermagier einen dieser Dinger gefunden. Das will doch keiner wissen. Achso, den Typ mit der Augenklappe? Kennst du den Typ mit der Augenklappe? Ich habe ihn hier schon mal gesehen. Ein übler Bursche. Er hat sich damals mit einer riesigen Kiste in einem meiner Zimmer oben einquartiert. Die Miete für das Zimmer hat er nur bezahlt, wenn man ihn ständig danach gefragt hat. Und selbst dann hat er sich nur damit Zeit gelassen. Dann war er eines Tages einfach verschwunden. Seine Kiste auch. Ich will mit solchen Kerlen nichts zu schaffen haben. Mit solchen Kerlen? Tja, der Greg ist schon ein Exzentriker. Zeig mir deine Ware. Klar, Bruder des Rings. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht mehr helfen. Ah, der hat auch keine Armbrust. Ah, Mann. Das war doch schon vorher klar. Ledergürtel, Gürtel der Gewandtheit. Hier brauchst du das nicht zu sagen. Und was ist das? Ring der Verteidigung. Nee, brauchen wir alles nicht. Ich will eine Armbrust! Wir müssen wohl einfach weiter Stärke trainieren, dann können wir die Schwere benutzen, die wir haben. Achso, Zimmer kriegen wir wohl umsonst, oder? Ring des Wassers, Rabatt. Was kostet ein Zimmer bei dir? Für einen Bruder des Rings? Gar nichts. Hier hast du den Schlüssel für die oberen Zimmer. Such dir eins aus. Ja, danke. Aber jetzt noch nicht, es ist ja noch hell draußen. Wenn wir hier mal in der Gegend sind und es dunkel wird, dann können wir hier schön pennen. Das ist äußerst nützlich. So. Jetzt noch schnell zum Kloster. Beziehungsweise da zu dem Schrein davor. Da sollten wir noch was überbringen für den Watras. Meister Iskawat hieß der, glaube ich. Ja. Oh, 2 Wölfe. Guter Quip, jawohl. Das lief ja wie geschmiert, der eine. Ja. Sehr schön. Also langsam laufen die Kämpfe echt flüssig, das gefällt mir. Nichts zu holen. Da kriegen wir die ganze extra Erfahrung durch die Kämpfe, die wir uns vorher. Ja gut, die haben wir uns beim Zusehen dann geholt. Aber so ist es mir ehrlich gesagt lieber. So, erstmal den Feldräuber. Meine Güte, ist ganz schön viel Viehzeug unterwegs. Ja, ist gut. So, der nächste bitte, der nächste. Oh, jetzt kommt 2 auf einmal. Na gut. Feldräuber ist so fett, der verstopft den Weg. Komm, verrecke elendig, wie ich immer so schön zu sagen pflege. Ja, haben wir ein ganz schönes Gemetzel angerichtet. Was meint da ihr? Da ist nichts zu holen. So, einmal hier Budlerfleisch. Ja. Also ich bin soweit zufrieden. Nur ist jetzt wieder die Zeit leider schon um. Dann setzen wir unseren Weg in der nächsten Folge fort, würde ich sagen, Freunde. Und ja. Es wird wahrscheinlich noch ein paar Leichenansammlungen geben, wie hier zum Beispiel.
Aber das lässt sich eben nicht vermeiden. Die Viecher sind einfach zu dreist und ich habe keine Lust, als Futter zu fungieren. Deswegen muss das dann mal sein. Alles klar, dann bis zur nächsten Folge. Dann geht's zum Meister Iskaroth. Bis dahin, haut rein.